Liebe, Metta wird viel zu sehr unterschätzt. Und das ist eben so schön, dass Ayakema das auch so in den Mittelpunkt gestellt hat, Metta-Praxis. Viele Menschen würden sich viel unnötige Schwierigkeiten ersparen auf dem Weg, wenn sie mehr Metta machen würden. Es ist ein Schutz, es ist Unterstützung, es ist das, was das Herz weich macht, das, was das Herz geschmeidig macht. Und es ist was äußerst Angenehmes. Das ist das, was das, den spirituellen Weg so geschmeidig macht, was so schön macht. Spiritueller Weg muss nichts Hartes sein, es muss nichts Verbissenes sein, das ist im Gegenteil. Je leichter und je weiter, je entspannter das ist, desto schöner, desto effektiver. Ganz wichtig, Metta. Ich möchte fast sagen, ohne Metta geht der Weg nicht. Wird zwar immer wieder versucht, aber warum sich unnötig das Leben schwer machen? Oder warum sich unnötig den Weg schwer machen?